jetzt packen wir es richtig aus. Die Folie ist schon ab. Toll. Aber wir gucken jetzt nochmal Ruhm der Nordsee an, der Nordsee-Saga an. Das ist ja die Erweiterung, mit der man dann alle drei Teile der Nordsee-Saga quasi als eine Kampagne spielen kann und die dann die Regeln dafür festlegt, wie man am Ende gewinnt. Wir haben schon Entdecker der Nordsee und Räuber der Nordsee gespielt, Schiffsbauer noch nicht. Das haben wir aber schon. Das haben wir schon. Genau. Wir haben selber noch nicht reingeschaut. Ich möchte kurz anmerken, ich habe Entdecker noch nicht gespielt. Genau, Entdecker haben wir zu zweit gespielt, aber Räuber haben wir schon zu dritt gespielt. Und als allererstes ein paar Karten. Hier sind zum Beispiel neue Helden bei. Ich nehme mal an, es sind einfach Dorfbewohner, heißen sie ja, glaube ich. Hier. Kurz nach. Genau, Räuberkarten, also sie sind für Räuber der Nordsee, steht in der Regel. Um das Grundspiel zu erweitern, ja. Genau, um das Grundspiel zu erweitern. Ja, eine Menge neuer Karten, insgesamt 22. Wie gesagt, ein neuer Held dabei. Ansonsten jede Karte mindestens zweimal dabei. Ja, wie immer, schönes Artwork. Du musst richtig näher ran, der den Fischauge. So. So, kann man wenigstens ein bisschen was sehen. Ja. 22 neue Räuberkarten. Dann 16 neue Karten für die Schiffsbauer der Nordsee. Das haben wir noch überhaupt nicht gespielt, das habe ich auch schon zu Hause. Neue Karten sind ja eigentlich nie verkehrt oder mehr Karten. Da kann man ja eigentlich nichts mehr falsch machen. Ja. Ich habe mir die Regeln schon mal durchgelesen zu dem Spiel, kann da jetzt aber gerade nicht mehr so viel zu sagen, weil es schon ein bisschen her ist. Ein paar neue Schiffe, die man bauen kann. Es gibt ein paar neue Dorfbewohner, die einem helfen können dabei. Ja. Genau. Schauen wir mal weiter, was wir noch so haben. Wir haben vier Clan-Tafeln. Die sind wahrscheinlich dafür da, dass man das Spiel dann mit den Runen der Nordsee spielen kann. Hier sieht man auch schon Schiffsbauer, Räuber und Entdecker. Da kommen die Runensteine dann hin. Ja. Und steht bis zu 50 Punkte zum ersten. Was das genau bedeutet, werden wir sicherlich nochmal erfahren. Aber im Moment sind es vier Clan-Tafeln. Die haben auch alle unterschiedliches Artwork, was ich ganz schön finde. Und auch mal wieder sehr gutes Artwork. Genau, wie immer sehr gutes Artwork. Das ist natürlich die Farbe, die wir nicht spielen. Wir drei spielen gerne. Genau, dann hier ist Andis Farbe, die gelbe Tafel, Alex Tafel, die rote. Und zu guter Letzt ist meine Tafel, die grüne. Ja, dann haben wir hier noch Kunstdrucke. Kunstdrucke steht hier im Heft drin, okay. Was ist hinten drauf? Hinten ist nichts drauf, was ich damit mache. Weiß ich noch nicht? Keine Ahnung, rahme ich mir ein, hänge ins Zimmer. An die Wand hängen. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hier sehen wir nämlich schon die Runensteine und die sind riesig. Ich hätte gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, die sind kleiner. Ja. Die sind wirklich so groß. Die können wir mal rausnehmen. Ich nehme gleich eh alle raus. Wirklich im Vergleich zu so einer Karte, wer das Spiel kennt. Ja, die sind schon sehr groß. Sehr groß, auf jeden Fall. Genau, und dann gibt es hier jetzt etliche, für jedes Spiel gibt es welche. Die haben die grüne Rückseite, das heißt, die sind für Räuber der Nordsee. Und ja, da stehen unterschiedliche Sachen drauf. Und es gibt noch zwei Tableaus. Das ist das Runenstein-Tableau, die sind auch doppelseitig, entweder Sommer oder Winter. Ja, und das war alles zu Räuber der Nordsee, nicht Räuber der Nordsee, Runen der Nordsee-Saga, so ist es. Räuber ist ja nur ein Spiel. Wunderbar.